Jemand da? Entschuldigung. Hä? Hallo? Hallo? Oh Gott! Ist er noch da? Hä? Anwesen. Ja, nehme ich. Das nehme ich gerne. Warum war er da und warum ist er plötzlich verschwunden? Checkt das eine. Heilige Mutter Josef Gottes und so. Oh, Munition. Das ist schief gehen. Mein Gott, was ist denn dein Problem? Sieht schon mehr als tot aus und läuft mehr als lebendig rum. Da leuchtet was. Ein altes Zahlenrad, ein Safe mit den Ziffern 0 bis 24. Und du? Ich check's nicht. Dann nicht. Alter, hab ich mich gerade verjagt. Warum? Ist er nicht Rubik da gewesen? Na, doofe Frage, aber der will doch jetzt irgendwas anscheinend von uns. Guck mal, wenn er will, könnte er uns doch mit einem Fingerschnitt töten. Das ist doch so. Warum spielt er hier so rum? Das heißt, vielleicht kann er uns ja gar nicht so einfach töten, wie wir denken, dass er uns töten könnte. Und die ist tot. Okay. Ja, eine Axt. Ich hätte... Ich habe die Befürchtung, ich hätte nach dem Kapitel aufhören sollen. Notiz aus Rubiks Zimmer. Ich habe sie wiedergesehen. Am Ende des Flurs. Ihr langes schwarzes Haar, schön wie immer, glänzend im Mondschein. Die Augen wie dunkle Teiche in ihrem Porzellangesicht. Sie trug ihr rotes Lieblingskleid wie ein blutroter Sonnenuntergang. Wie eine Blutspur im schwindenden Licht. Laura, du kannst nicht tot sein. Da war jemand verliebt. Und auch die Liebe kriegt eine Axt im Kopf. Ich kann mich darin verstecken, aber ich werde nicht mit Seele dabei. Hallo? Jetzt wird gekämpft, Jungs. Gekämpft. Ich stelle mir nur die ganze Zeit vor, wie Rubik plötzlich ankommt, uns einmal tötet und wir alles nochmal machen müssen. Ey, dann heul ich.
Mach's jetzt! Hier Streichhölzer? Wo kommst du her? Verstehe. Soll das mein Ende sein? Nein, 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 nein! Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich muss das nur überstehen, irgendwie. Hä? Da geht's nicht weiter. Beste Aussage ist ever. Ich muss das nur überstehen, irgendwie. Hallo? Ist jemand? Kartenfarm mit 16, nice. Bin ich gelacht? Laura? Ist Laura trunken? Oi. Was du? Heidi! Lass einen Kontrollpunkt da gewesen. Schieß dich auf die metallenen Räder. Bitte. Ah, echt jetzt? Und nun. Der Faulschiel. Mein Gott. Wo ist sie denn? Tot? Zufrieden? Ja. Ich trigger erstmal den Typen, würde ich sagen. Ja, ja. Den kann man gar nicht triggern? Hä? Komm schon. Ja, los. Oh, jetzt habe ich's, muss die Teile oben abknallen. Ich dachte das Seil. Das ist doch ein Nun. Witz. Ja, das habe ich mir auch gehauen. Ich
Der ist schon wieder verfehlt, ey. Das davor war besser. Munition alle. Hoppla, wo ist er denn? Oh, okay. Komm. Das gibt doch nicht alle, wie viel. Ich verstehe das nicht. Mein Gott, Ruhe jetzt im Schacht. Und ich habe damit keine Munition, um das Rad zu erschießen. Ey, ich fass nicht. Damit aber. Zwei Stück. Bin gespannt, ob das funktioniert. Leertaste. So. Ja, tschüss. Ich fass es nicht, dass es keinen Kontrollpunkt gab hier vor. Ey, das ist. Oh Mann. Es ärgert mich am meisten. Nice. Ein Schuss hat gereicht. Nice. So, jetzt können wir weitermachen. Da, wo wir stehen geblieben sind. So. Genau. Erstmal looten überall. An irgendeiner werde ich noch drauf gehen. Das sag ich euch. An irgendeiner werde ich noch drauf gehen. Die will ich nicht nehmen. Zick. Gehen wir eine Runde. Das war's mit dem. Ich verstehe es immer noch nicht. Was soll uns das sagen? Ich habe das Gefühl, dass ich damit den Scheiß von eben getriggert habe. Jetzt müsste nämlich Wurik hier kommen, glaube ich. Oder auch nicht. Okay. Womit habe ich denn Ruweg getriggert? Vorhin. So, tschüss. Vielleicht mit seinem Tagebuch. Das kannst du natürlich auch haben. So. Ich könnte mich verstecken, mache ich aber nicht, weil ich ein ganzer Kerl bin. So, davon. Das bräuchte ich auch noch. Da war was? Da hat eine Flasche. Ja, toll. Was soll ich mit einer Flasche? Ganz ehrlich. Zeig dich! Kommst du? Puppe! 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 Hallo? Ich habe keine Angst. Komm, zeig dich! Wo ist er denn? Komm jetzt. Geh doch. Mein Gott. Warum musst du alles so kompliziert machen? So. Jetzt ist er bestimmt getriggert. Hundertprozentig.
Oder auch nicht, weil ich ihn unten noch nicht getriggert habe. Schlau. Hä? Bin ich doof? Ich meine, ja, ich. War irgendwo eine Tür da. Das hätten wir auch schon. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss das Kinderlachen noch kommen. Da ist sie. Laura. Och nö. Och nö. Dieser Typ ist so nervig, ne? Tschüss. Alter. Ich kann nicht mehr laufen. Geh vorbei, geh vorbei, geh vorbei. Ich gehe jetzt hier lang. Und nun. Er war vorhin nicht hier sofort ein Starter? Okay. Ach ey, es ist doch. Vor allem, dass er einfach jemanden instant killen kann, ey. Oh, und ich kann nicht laufen. Und meiner ist irgendwie zu blöd zum Laufen. Und Ausrede, Ausrede. Noch mehr Ausreden. Oh Mann. Das kann dauern jetzt. Genau. War kaputt. Oder nicht? Diese Tür. Interessant. Das Geilste ist, die Munition bringt mir einen Scheiß, weil ich gegen den Typen nicht kämpfen kann. Der ist praktisch wie ein Gott hier in diesem Level. In diesem Game ist er wie ein Gott. Verstecken? Ja, könnte ich auch tun. Findet Rubik mich, wenn ich mich verstecke? Knock knock, who's there? Der wird nie alt. Da juckt was! Ah, okay. Hui! Wollte gerade sagen, bald juckt nichts mehr da, aber. Pustekuchen! Oh, das Schlimmste ist, wenn Rurik wieder kommt. Er kommt doch total random immer. Ich sehe dich. Dich habe ich besiegt. Eine Bombe. Okay. Ich muss doch irgendwas sein. Verarsch mich nicht. Da, ja, da. Echt jetzt? Kann ich jetzt einen nehmen? Kann ich jetzt ein. Ja. Gut, finde ich gut. Das ist ein Brief. Notiz aus Musikzimmer im Anwesen. Zwei Welten, getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund. Darüber gesichtslose Beobachter. Sie verlachen die Tragödie. Und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. Ja, und jetzt gehe ich hier zurück, ne? Genau, so sieht die aus. Bin wieder da! Wer noch? Alter, echt jetzt?
Die Spritze ist da noch. Ich muss immer wieder alles neu einsammeln. Ey, das ist so ätzend, ne? Das ist so... Hallo? Kann ich vielleicht Ruvik umgehen? Kann ich Ruvik gleich umgehen? Wo muss ich hin? Teil habe ich wieder en masse, sagte er und weiß, dass ich bald hier sterben werde. Ja. Immer nehmen ihn. Immer nehmen. Immer nehmen. Was ist das? Das Blut. Nee, nee. Ich komme nicht raus. Drecksau. Weißt du was, wenn du eine Muschi bist, bin ich auch eine Muschi. Ey, pass auf. Hallo? Ich speichere jetzt. Ich speichere jetzt und lade immer wieder neu. Ey, das ist mir sowas von egal. Wenn der unfair spielt, kann ich das auch. Ich hab's gewusst. Ich nicht. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Das weißt du nicht. Warte, erstmal hier lesen, erstmal alles wieder mitnehmen. So. Speichern, speichern. Jetzt können wir auch wieder zurück.